Ryan. Wollen wir eine Tochter? Hast du Lack geschnüffelt? Keiner da, Chat. Dann, gehe ich im Regen barfuß spazieren? Kann man dir helfen? Boah, das wäre mega. Ich erreiche meinen Mann nicht, ich erreiche seine ganzen Freunde nicht. Wer ist dein Mann? Ryan, hier, Summer. Mir ist kalt, mir ist nass. Cool. Meine Absätze sind abgebrochen. Ich bräuchte dringend Hilfe. Ja, steig einfach ein. Das ist nett. Ich bin Lea, du bist? June. Freut mich. Kennen wir uns schon? Noch nicht. Ich bin. Du wirkst ein bisschen eingeschüchtert. Nee. Wo willst du hin? Erstmal irgendwie was anderes zum Anziehen wäre großartig. Ich weiß nicht, was Ryan mit dem Kleiderschrank gemacht hat. Ich habe nichts mehr da. Ich habe einen Secondhand dann. Die meisten Klamotten hat er an mich gespendet. Das heißt, du kennst ihn, weil du einen Secondhand-Laden hast? Ja, richtig. Und er mich einfach niedlich findet. Und er will mich adoptieren. Jetzt ist es raus. Erst kann ich wieder normal sein. Achso, du warst zum Klamottenladen. Warte, was? Er will dich adoptieren. Ja, war das so ein, ey, du bist voll niedlich, dich würde ich ja glatt adoptieren? Oder war das so ein, willst du meine Tochter werden, Ding? Nee, ich habe ganze Zeit für ihn, also, und er meinte auf einmal vor ein paar Tagen, schrie er durch die ganze Nachbarschaft so, das ist meine zukünftige Adoptivtochter. Das schrie er durch die ganze Nachbarschaft? Ja, wir sind beim Klamottenladen. Moin. Wo finde ich Ryan? Ach so, wenn du Ryan suchst, ist es schwierig. Er sagte, er ist erst 22 Uhr wieder da. Aber da ist Gordon. Abend. Sag mal, Valeska. Ja, bitte? Ich habe von Ryan eine Nachricht bekommen. Am Mittwoch um 18.27 Uhr wollen wir eine Tochter. Okay. Ja, ungefähr so war meine Reaktion war, hast du Lack geschnüffelt? Und als ich dann aus dem Haus bin, wohlgemerkt, in nichts an, außer einem hauchdünnen Kleidchen ohne Schuhe, weil Ryan alle meine Klamotten weggebracht hat, läuft mir die junge Dame hier über den Weg, die mir sehr lieb hilft, etwas unsicher wirkt in meiner Nähe und mir dann sagt, ja, Ryan möchte mich adoptieren. Also wenigstens hat sie nie direkt Hallo Mama gesagt. Ja, tatsächlich, weil bin ich, also, aber ich war... Weil ich zu freundlich dafür bin. Was habt ihr die letzten Tage? Kann man euch denn nicht mal einen Tag alleine lassen? Jetzt reiß ich ihm den Arsch auf. Lea, ich weiß über die Sache gerade gar nichts. Bennett! Was weißt du von einer potenziellen Tochter? Ja, June wird vielleicht adoptiert. Ach Mensch! Ja, davon wie kam das zustande? Weiß ich nicht, frag deinen Mann. Warst du schon drin? Ihr hängt 24-7 miteinander rum, ich erreiche ihn nicht. Doch gar nicht. War sie schon drin, Valeska? Nein. Wo drin? Casinos geschlossen heute. Casinos geschlossen. Zu. Das geschlossen ist heute. Oh, ich muss wieder das ist geschlossen. Lea. Du vielleicht, wir fahren zum Strand. Weit Melody, weg vom Casino. Melody, nein. Wollen wir uns was ja, wir gucken uns das jetzt an. Nein. Oh nein. Ich, irgendjemand bringe ich heute um, ich sehe das schon. Ich helfe, kein Problem. Ich halte gerade zu, ich hab's geschafft. Ist das nicht schön hier, Lea? Was zur Hölle ist das denn? Ja, darf ich dir vorstellen? Was zur verfickten Hölle ist das denn? Der Engel von Los Santos. Er hat sich eine Statue gebaut. Voll Gold. Aber irgendwie passt es auch voll zu ihm, oder? Mein Mann, der mit einer anderen Frau auf seinem Zimmer schläft. Nicht mit ihr, aber bei ihr auf, also mit ihr auf dem gleichen Zimmer. Der mir dann schreibt, ob ich eine Tochter will. Hat sich eine überlebensgroße goldene Statue mit Flügeln kommen lassen. Was ist mit dem? Hat der Midlife-Crisis? Hat der ein Problem mit dem Älterwerden? Ist das für ihn irgendwie so ein großes Ding? Muss der irgendwas kompensieren? Was zur Hölle, warum kann ich denn euch nicht mit dem alleine lassen, ohne dass der auf so Ideen kommt? Was macht ihr mit ihm? Also meines Wissens ist er wie eh und je. Tatsächlich, also jetzt das ist so keine besonders gute Verteidigung. Also bisher wollten wir keine Kinder und Frauen haben bei uns geschlafen, ne? Außer ich weiß von was nicht, was ihr mir jetzt erzählen also wollt. Also ist er sehr nett auch. Der tut viel für den Staat gerade, viel. Er ist, genau. Eine Tochter.
Da ist meine Tochter. Willst du mitkommen? Du gehörst ja zur Familie oder so. Jetzt bin ich mir unsicher. Ich bin mir auch unsicher. Aber Bennett erzählt uns bestimmt gleich alles Mögliche, oder? Ja. Ja. Wir sind die Guten. Lea. Immer schon gewesen, aber... Ja, wir helfen maßgeblich beim Wiederaufbau des Staudamms. Okay. Was wir genau haben die Staatskasse geplündert und haben 1,5 Millionen abgehoben und zahlen damit die Leute aus, die Zement und Stahlträger produzieren, um den Staudamm wieder zu reparieren. Okay. Und darum kümmert sich June federführend, oder wie? Bevor ich noch mehr Überraschungen... Also ich liebe Überraschungen, aber also zu viele am Tag ist nicht gut für meinen Blutdruck. Euer Haus wird abgerissen. Was? Wie bitte? Das solltest du vielleicht jetzt nicht so random nebenbei erzählen, dass dein Kran ist. Er wird wahrscheinlich alles abreißen. Bennett, was? Ja, also es ist gerade noch unklar, die Situation augenscheinlich. Was heißt denn, die Situation ist unklar? Naja, also das Bauamt hat Ryan wohl eine SMS geschrieben, mit dass da ein Kran steht und die Abrissarbeiten bald starten. Aber wir waren gestern oben und der Kran steht nicht so, dass er euer Haus abreißt, sondern eher den Berg. Von daher ist das gerade alles noch ein bisschen unklar. Ein Berg für neue Nachbarn oder neue Gebäude dort oder... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Guck, hier sieht alles schön aus. Ja, alles gut, hier kann nichts passieren. Erst mal nicht nach rechts gucken, einfach ignorieren. Ach Gott. Okay, vielleicht bauen die hier einfach ein neues Haus hin. Ja, ja, genau, das wird bestimmt sein. Genau, ja. Ja, gut. Tja, sonst ich wenig. Ach ja, sonst wenig. Das ja, ja dann... Willst du ein Messer haben? Oh ja, vielleicht brauche ich das später. Gib mir mal gleich eins. Nee, ich gebe dir keins, ich habe keins mehr. June, hast du ein Messer? Ich krieg mal. Darüber müssen wir eh noch reden, erst. June, dass du ein Messer hast. Wo kriege ich das? Das ist kompliziert. Ich habe eine Frage, wie viele Pluspunkte sammle ich bei dir näher? Kommt drauf an, ob du ein Messer für mich hast oder nicht. Ja, also du könntest es dann vielleicht meins haben. Ah, Mensch. Wo muss ich unterschreiben? Wie unterschreiben für was? Für die Adoptionspapiere. Ach so. Ich glaub, die sind schon unterschrieben. Ich glaub, die sind was? Schon unterschrieben. Aber guck mal, dann kannst du gleich deine Unterschrift dazu machen. Oh, für ein Messer würde ich mir das überlegen. Was brauche ich heute noch? Also, ich komme jetzt erstmal an. Lass das irgendwie alles sacken. Versuche ein bisschen mich zu beruhigen. Heute Abend gehen wir tanzen. Heute Abend gehen wir tanzen und feiern, dass mein Haus vielleicht abgerissen wird oder wir einfach einen riesen Wohnblock neben uns kriegen. Und feiern, dass wir einfach eine Tochter haben, sorry June, nichts gegen dich, die adoptiert wurde, obwohl ich noch gar nichts davon wusste, um damit Ryan mit großen goldenen Flügeln mitten in einem Casino steht, um sich mit einem zu streiten, der mit den Inselbewohnern zu tun hat, die im Zweifel alle rüberkommen und uns abknallen. Yay, hab ich was vergessen? Ja, harte Zeiten, ja. Ja. Mhm. Oh, was. Hey, was geht? Moin. Oh, gut, was los bei euch schon, ne? Ja, tatsächlich. Hast du schon verkauft? Haben die Leute schon ihr Coca-Geld hier reingepumpt? Nee, noch nicht. Noch nicht. Bin gerade wieder am Geld machen. Na, mal schauen, ob ich den ersten gleich los bin. Das ist ja gar kein schlechter Problem Zeitpunkt, um irgendwas zu sagen, Hasten. Schlechter Zeitpunkt, irgendetwas. Hallo, warum? Ist der Hasten, der im Casino alles gewinnt? Ja. Kennen wir uns? Nee, ich hab schon viel von Ihnen gehört. Wer sind denn Sie? Lea. Und weiter? Erreicht, Lea. Warte mal. Brauchst du ein Brückerchen? Ich hab eine Frage, Bennett. Ja? Das ist die Lea von dem Foto von gestern. Ja. Was für ein Foto? Die sieht nicht aus wie eine Rolle, oder? Ist richtig. Die sieht nicht aus wie was? Wie Rolf. Alles ist super. Wie Rolf? Aus dem Foto. Rolf. Wer ist Rolf? Ich muss weg. Da ist eine lange Geschichte, junge Dame. Alles gut, machen Sie sich keinen Kopf. Wenn sie kennenzulernen, dann müsste der Frau Summer sein, richtig. Wenn jemand der Reihen ist, das war eine Späßchen. Hab ich gedacht, könnte ja auch der Rolf sein. Witzig, ich bin immer für Spaß zu haben, vor allem heute. Heute ist ein perfekter Tag für Späßchen. Noch ein Späßchen, so jetzt live und hier vielleicht? Könnte ich auch noch eine Solo spielen, tatsächlich, für eine bessere Laune. Was wollen Sie spielen? Eine Solo. Eine Solo? Ja, ein Solo-Auftritt. Bennett, schaff ihn weg. Bennett, schaff ihn schnell weg. Peter, mach dich weg. Mach dich weg. Oh. Aua. Aua.
Irgendwann ist heute auch mal gut. Meine Fresse, ich habe einen richtig beschissenen Tag. Aus dem Weg jetzt alle. Die hat mir voll in die Fresse gehauen, Mann. Oh, fuck, ey. Ich hab mir drauf gehauen. Es tut mir leid. Das war doch keine Absicht, Mann. Das war keine Absicht? Nein. Was war's dann? Ja doch, okay. Ich hab die Bongos, wollte ich wieder wegklappen. Verstehen Sie? Und dann gab's eine Zuckung oder was? Ja, ich hab noch drauf gehauen auf die Bongos. Da hab ich aber vergessen, dass die Bongos nicht mehr da waren. Tut mir leid, junge Dame. Oh, Lea, ich hab ein Problem. Das weiß ich stehe ja hier. Können ja auch Lösungen von dem Problem. Oh, ich bin gern Problem und Lösung in einem. Ich glaub, das kriegen sie gut hin. Gar kein Problem. Das Problem besteht erst dann, wenn Ryan das in den falschen Hals kriegt. Aber das könnte ich ja richtig stellen, ne? Haben sie das schon falsch gestellt, oder wie? Ich hab das schon falsch gestellt, natürlich. Ja, perfekt, ich muss mich umziehen und aushören. Wie viel Uhr haben wir? Gleich 22 Uhr. Jetzt 22 Uhr. Ah, Mensch, wollte der Herr sich nicht seinen Wecker auf 22 Uhr stellen? Ich lasse in Ruhe erstmal seine Nachrichten lesen, wenn er gleich aufsteht. Ich gebe dem so bis 10 nach. Meinst du, ich sollte ihn schon mal vorwarnen? Ja, glaub mir, das habe ich gemacht. Alles gut. Ich habe ihn auch schon vorgehabt. Ich sauf eine Wodka Lim. Oh, was? Ja, das ist richtig. Guck mal da, wer da kommt. Guten Abend. Hallo, Ryan. Hallo, Ryan. Einen wundervollen, mein Schatz. Hallo, ich muss auflegen. Komm her! Oh, oh, aua, Butters ist sauer. Du hast meine Frau angefasst. Ryan? Ja? Warum bin ich Mutter? Können wir erst das Wichtige klären? Hat er dich angefasst? Das ist schon geklärt. Das habe ich dir auch geschrieben, falls du deine Nachrichten ganz gelesen hast. Du hast mir geschrieben, dass der dir ins Gesicht gelangt hat. Ja, und ich habe ihm zurück ins Gesicht gelangt und habe ein 200.000-Euro-Auto dafür geschenkt bekommen. Das Thema ist durch. Warum bin ich Mutter? Das ist unfair. Das habe ich eigentlich gut. Was hast du? Das tut weh. Ja, natürlich tut das weh. Ist auch ein Schlagring. Das tut richtig weh. Ryan Cornelius Butters. Er ist Cornelius? Ja. Warum bin ich Mutter? Das ist unser Stichwort. Ja. Danke. Also, streng genommen bist du das nicht. Ich stehe heute Morgen auf. Ich trage nichts außer meinem Seidennachthemd. Ja. Ich möchte mich anziehen und finde keine einzige Socke mehr irgendwo, geschweige denn andere Kleidungsstücke. Ja. Also versuche ich dich zu erreichen, erreiche dich nicht. Ich erreiche Steinfeld nicht. Ich erreiche... Jetzt, hör jetzt auf, rum zu heulen! Ich erreiche Bennett nicht. Ich erreiche niemanden, ja? Ich erreiche noch nicht mal Valeska, der sonst immer irgendwo um die Ecke lauert. Ich erreiche gar keinen. Also gehe ich barfuß in meinem Seidennachthemdchen nach draußen, in den strömenden Regen, wo mich diese nette Dame aufgabelt. Das ist die June. Das habe ich dann Lea, mitbekommen. Dankeschön. Ja, die mir dann sagt, sie hat meine ganzen Klamotten, weil du ihr die geschenkt hast. Und wir adoptieren sie. Das erfahre ich, nachdem ich diese SMS gelesen habe, ob ich Mutter werden will. Ich habe dir nicht Leas Klamotten geschenkt. Habe ich auch nicht. Hast du auch nicht. Aber sie interpretiert das, weil ich einen Secondhand-Laden habe. An unserem Haus steht ein Riesenkran und im Casino steht eine überdimensioniert große, hässliche Statue von dir. Das verstehe ich selber noch nicht, aber die goldene Statue von mir... ist wunderschön. Die ist wunderschön. Und vor allem bodenständig. Bodenständig. Darf ich vorstellen, meine Wahlkampfhelfer. Hallo. Und dann hast du dich mit dem Tilt angelegt. Ja, nimmst du die Scheiß-Bongos aus meinem Gesicht oder ich prügel dir die Bongos in deinen Hals. Ja, okay. Ja, ich hab dir gerade was gegeben. Ja, dann herzlich willkommen. Ihr seid alle eingeladen. Diamonds Casino Party. Begebt euch rein. Wir kommen auch gleich. Ich muss mit meiner Frau nur noch kurz unter vier auf. Ja, das solltest du ganz dringend, ich Ryan. Sponsor, ne? Ryan, wir müssen auch reden. Ja, ich rede jetzt erstmal mit Lea, June. Komm, Lea, komm mal mit. Ist nicht schlimm, wir können unsere Tochter ruhig dabei haben. Was für eine Tochter? June, komm jetzt. Was mit dem liebevollen schwarzen Sohn? Na gut, na, hallo Lea übrigens. Ryan, brauchst du Unterstützung? Nein, ich rede mit meiner Frau unter vier Augen. Bist du meine Frau? Sag mal. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Schöne Frau. Ich gehe kaputt. Ja, also June, Lea, ihr habt euch ja bereits kennengelernt. Ja. Das, was... Wie habt ihr euch kennengelernt? Und ich stand in einem Nachthemd auf der Straße, ohne Schuhe. Ja, und dann kam June, um dich zu retten. Ja. Nun, also pass auf, Lea. Zusammenfassung. June ist 19. Hi. Und eine verlorene Seele. Ryan? Ja. Wo warst du so vor 19 Jahren? Frag für einen Freund. War's hoffentlich nicht in Dänemark. Nein, ich bin nicht in Dänemark. Ich bin...
Weißt du, wo du deine Nase vor 19 Jahren, in welche Angelegenheiten du die so gesteckt hast? Keine in Dänemark. Lernt euch doch erstmal kennen. Oh, das haben wir. Ja, ja, erst kurz. Ja, aber ich lieb sie schon. Sie hat keine Sekunde gezögert, als Haste mir auf die Nase gehauen hat und hat ihm auch auf die Nase gehauen. Alles die ist eine gute, sag ich doch. Schon? Aber weißt du, Ryan... Ich habe doch letztens wem auf die Nase gehauen und sie hat gesagt, soll ich ihn tottreten. Ryan, das Ding ist, es wäre halt... Also die Ticket gesehen von eben... Liebenswürdigst! Wenn du solche Dinge in Zukunft vorher mit mir besprechen würdest, naja, du mach nicht ich sagen doch. Würdest, guck mal, Schatz, hier, nein, hier das steht eine Statue das, von mir, das unser Haus ja grade, wird vielleicht abgerissen, deine Klamotten sind alle weg. Wo die Klamotten sind, weiß ich nicht. Und dass die weg sind, höre ich gerade zum ersten Mal. Das mit der Statue, das ist cool. Also das muss ich ja nicht absprechen. Ja, also als sie das die Hörnchen auf der Stirn hat, ist sie richtig cool. Das, da was? Weg. Ja, das ist Edding. Der geht auch nicht mehr weg, der ist nicht wasserlöslich. Oh, ich war wirklich sauer. Du hast meiner Statue ja, vielleicht mit Nagellackentferner oder so. Warum? Boah, weil ich wirklich sauer war auf den Engel auf von Los Santos. Ja, ich bin auf der dich. Engel von Los Santos. Lea, ich unterstütze den Staat mit vollen Händen. Ja, nur dass in deinen Händen meine Klamotten liegen. Wegen mir ist das Staudammprojekt in Gange. Wir bauen den Staudamm wieder auf. Wir unterstützen das Ganze finanziell. Wir benutzen die Staatskasse für den Wiederaufbau des Staates. Wir sind die beste Bürgermeisterpartei, die dieser Staat jemals gesehen hat. Ich bin der Engel von Los Santos. June, wäre es nicht für dich auch wichtig, wenn dein Papa in Zukunft Dinge vorher mit uns klärt und nicht einfach vor vollendete Tatsachen setzt? Lea, ich habe eine goldene Statue und ein 500.000-Dollar-Auto vor der Türe stehen. Dann verkauf doch die scheiß Statue, das hässliche Ding. Nein, die hat emotionalen Wert. Für wen? Für mich. Warum? Sie repräsentiert mich. Ryan, das Einzige, was du und diese Statue gemeinsam haben, ist der absolute Höhenflug. Und ein Arsch aus Gold. Ryan, dein Arsch ist haarig, aber nicht aus Gold, das wüsste ich sonst. Ein Arsch voll Gold. Das ist ein anderes Thema. Lea, selbstverständlich würde ich solche Entscheidungen nicht ohne über deinen Kopf hinweg entscheiden. Möchtest du sie adoptieren? Die goldene Statue schon. Das Auto auch. Berufliche Entscheidungen natürlich auch. Wir trennen beruflich und privates. Möchtest du sie adoptieren? Das stellt mich jetzt vor eine sehr schnelle Entscheidung. Das sollten wir vielleicht gemeinsam entscheiden. Für eine gemeinsame Entscheidung? Brauche ich deine Einschätzung der Lage? Ich glaube, dass das eine gute Idee wäre. Warum? Weil June jemanden braucht, der auf sie aufpasst und weil June sich in den vergangenen Wochen gezeigt hat, dass sie handelt, agiert und denkt, als wenn sie bereits zur Familie gehören würde. Ich mache alles für dich, Lea. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass er mir statt zu sagen, sie braucht jemanden, der sie beschützt, dass er mir einfach sagt, ich habe sie ins Herz geschlossen, sie ist eine liebenswürdige Person, sie gehört schon zur Familie. Lea, du stellst mich neben einer Party und der Organisation des Casinos, während ich Hasten auf die Fresse haue, weil er dir ins Gesicht gelangt hat, reden wir über eine derartige Thematik. Das sind alles Dinge, die ich gerne vorher mit dir besprochen hätte, von Angesicht zu Angesicht, ohne dass ihr euch A, schon vorher kennenlernt, B, schon irgendein Dulli euch erzählt, es gäbe schon irgendwelche Papiere, ja, aber und C, wir in der Art stressigen Situation stehen, wo wir ein Casino organisieren, eine Party organisieren und wir Hasten verprügeln. Dann habe ich einen heißen Tipp für dich. Glaubst du, wenn ich June in den letzten Wochen nicht ins Herz geschlossen hätte, würde ich irgendeiner hilfebedürftigen Person, würden wir über etwas derartiges reden? June ist in den letzten Jahren die erste und einzige Person, die ich ins Herz geschlossen habe. Ryan, du sammelst hilfebedürftige Personen. Richtig, aber die habe ich nicht ins Herz geschlossen. Da habe ich einfach nur Mitleid. Hasten schreibt mir Danke fürs Auflaufen lassen. Schreib gern geschehen. Wir sprechen nochmal in Ruhe. Er schreibt mir Sternchen, Mittelfinger, Sternchen. Zeichen schlagen. Ja. Hm. Magst du mich überhaupt? Sehr. Wirklich? Ja. Das sollte symbolisieren, dass ich dir gerne den Mittelfinger zeigen würde. Er hat's irgendwie selber provoziert. Ist nicht so? Eigentlich schon. Du hast in den Punkten leider recht. Aber guck mal, er ist ein Mann. Ja, was soll ich sagen?
Ja, was ist passiert? Er schrieb mir, danke, dass du mich hast auflaufen lassen. Ich schrieb ihm gern geschehen. Und daraufhin schrieb er mir, Sternchen, bitte geschehen, dass wir jetzt im Gebüsch liegen. Ja, wir können wieder nach vorne gehen. Nein, das kannst du nicht machen. Kann ich doch.